Malta. Schroffe Klippen und tiefe Schluchten. Ralf und Manuela lernen sich heute beim Abseilen besser kennen. Wünschen würde ich mir, dass ich mit Ralf Erlebnisse schaffen kann, die wir vielleicht beide noch nicht hatten. Also das, was uns noch mal miteinander verbindet. Und ihn in Situationen zu erleben, wo ich ihn so vielleicht gar nicht sehen würde oder wahrnehmen könnte. Stresssituationen oder wenn man vor etwas vielleicht so ein bisschen ängstlich ist. Wie geht er damit um? Wie kann ich vielleicht auf ihn einwirken? Also wenn meine Pumpe mehr schlägt als bei der Hochzeit, dann gehe ich da nicht runter. Du bist dann gleich mein persönlicher Superman. Ja, du gehst erst mal vor und probst die Sache. Und dann, wenn alles abgesichert ist, komme ich hinterher. Ich müsste noch prüfen, was hier diese kleinen Currypiker in dem Felsen nur sollen. Und da sind wir dran festgemacht? Nein. Ich brauche erstmal eine stundenlange Prüfung und ein Sicherheitsteam. Ich habe auch meine typische Ralf-Abwehrstellung gerade schon eingenommen. Ich brauche ein Double. Also ich mache das auf jeden Fall, weil das ist natürlich, also wann hat man schon mal die Chance, sowas zu machen, ne? Und da ist es ja auch wahnsinnig interessant, wie reagieren wir beide auf so eine Stresssituation und wie gehen wir damit um? Und behält der Ralf denn seinen Humor bei? Kann ich dir jetzt schon sagen, dass ich kann mir das von oben angucken, wie du das machst. Das ist die. Und dann behältst du deinen Humor dabei. Und dann behalte ich meinen Humor ganz. Wenn ich selber da im Seil hänge, behalte ich meinen Humor nicht bei. So wie ich ihn bisher kennengelernt habe, wird er mega angestrengt sein und er wird ganz konzentriert sein und ja, mega gestresst aussehen. Soll ich bei dem Mist singen oder was? How deep is your love? Zum Beispiel. Das macht's ja nicht besser, wenn du nicht. Aber wenn ich jetzt eine Stunde lang jetzt darüber rede, dann machst du es nicht mehr. Das ist das Nächste, was ich mache, essen gehen. Mit Humor wird alles leichter. Humor hilft uns, Spannungen zu lösen und Situationen einfacher zu meistern. Ralf kann das sehr gut. Er hat sich den humorvollen Blick aufs Leben bewahrt und sogar, ich würde sagen, antrainiert. Es ist für ihn eine Ressource, leichter mit dem Leben umzugehen. Okay, you are my double. Wunderbar. Ausgestattet mit dem passenden Equipment könnte es für beide losgehen. Damit würde ich noch nie mehr von meinem Balkon springen. Für mich ist es gar nicht schlimm, wenn er sagt, ich mache es nicht. Es geht um seine Sicherheit, er muss sich wohlfühlen. Wenn ich mich nicht gerade abseilen muss oder irgendwo rausspringen muss, dann habe ich keine Angst. Ich war früher mutiger, aber dann gab es auch so den einen Achillessehnenriss, den anderen Knöchelbruch und Handwurzel gerissen und so. Also ich habe schon durch viele Sportarten gemacht und ich bin auf alle Fälle vorsichtiger geworden, weil ich keinen Bock habe, 6 Wochen nicht Golf zu spielen, weil ich mich blöd verhalten habe. Ich habe schon die schlimmsten Sachen gemacht. Ich habe immer Schiss gehabt, habe es trotzdem gemacht. Ja. Man soll Respekt haben. Wir schaffen das. Ja, ich glaube, der versucht das gerade ein bisschen zu überspielen. Aber es macht er wirklich gut. Und dass er vorangeht, was will ich als Frau denn mehr? Normalerweise hänge ich mich da, gehe ich den Felsen so mit der linken Hand hoch. Ich will jetzt bloß ein bisschen. Und wir sind gerade 2 Tage verheiratet. Stellt euch mal vor, es sind 2 Jahre, was er dann alles für mich macht. Dann würdest du vorausgehen. Geht los? Geht los? Es geht los. Der Mann geht voraus und geht in die Gefahr. Und das ist so süß. Das finde ich total schön. Ich auch. Damit kriegst du mich. Ja, schön. Da hat es mir wieder gezeigt, dass es ihm wichtig ist, dass es mir in erster Linie gut geht. Und er schon über seine Stolpersteine eher geht, als er mich laufen lässt. Und richtig schön. Slow, slow, slow. Step for step is slow, yes. Für Ralf heißt es nun ab in die Tiefe. Unter den wachsamen Augen seiner Ehefrau. Auch Gerald, du musst da runter. Du kannst ja die Frau da nicht alleine runterlassen. Und ich stehe dann oben, da hab's mich nicht getraut. Kann sich der Berliner überwinden? Nicht runtergucken! Ich habe gehörig schwitzige Hände gehabt, bis ich über die Kante war. Jetzt ist ein bisschen durchgewippt gerade. Da ist mir aber die Pumpe gegangen.
Super machst du das! Okay. Very good. Ja. Ralf hat das super gemacht. Sah gut dabei aus. Ja, war gut. War sehr gut. Ich hätte alles getan, aber bin nicht vor meiner Ehefrau die Blöße gegeben. Jetzt ist die 50-Jährige an der Reihe. Ich bin gespannt, wie das jetzt die Manuela macht, weil es ist schon heavy im rechten Arm. Okay. Okay. Schön über die Klippe. Gut sieht das schon aus. Super gut. Toll, Manuela, richtig toll. Ich muss mich konzentrieren. Ich hatte nicht richtig Angst. Der Ralf war so ein bisschen ängstlicher, glaube ich. Aber er hat mir, dadurch, dass er da war, schon so viel Sicherheit gegeben, dass ich hatte keine Angst. Toll und super mutig, finde ich das. Wirklich ganz, ganz toll. Geht auch schneller. Oh, jetzt rennen ist Cliff Running. Das ist total cool. Wow. Very good. Yeah. I'm shining from the rooftop, baby. Tell me. Richtig gut. Yeah. So schön. So schön. Manuela habe ich erlebt, sehr mutig und so, dass ich wirklich stolz auf sie bin. Dass sie so in vielen Sachen so erschüchtern ist und dann, wenn sowas ist, mache ich hier Felsen runter, Klippe, komm her. Sie war ja wesentlich mutiger als ich. Das war richtig. Das kann ich nicht gut umarmen wegen der GoPro. Komm, ich mach's so. Das war super. Super, wirklich schön. Bin auch stolz auf dich. Mega. Wir machen es nochmal. Ja, zusammen. Wie zusammen? Ja, zusammen. Ich mit Sicherung und du ohne. Mit Humor und ganz viel Herz meistern die beiden Seite an Seite jede Herausforderung. Okay. Du darfst nicht so nah an mich ran. Nee. Erst heute Nacht. Ein klein wenig Ehrgeiz kann nicht schaden. Und dann kann man auch so machen. Dann habe ich gedacht, ich gebe einfach mal ein bisschen Gas. Und er war ganz überrascht und hat gesagt, so geht das aber nicht. Da dachte ich, okay, dann gibt es nicht Mann und Frau, es ist nur noch Konkurrenz. Du wolltest mich abhängen, du Alte. Wollt ihr mich echt abhängen? Ja. Er war eine halbe Fußbreite eher unten. So was gemeinsam zu machen mit meiner Ehefrau ist sehr schön. Das bindet, das schweißt zusammen. Es gibt mir ein sehr gutes Gefühl. Aber ich glaube, der Manuela auch. Auf der Mittelmeerinsel Malta wird es heute maritim. Für die Dortmunderin und den Berliner geht es aufs Meer. Ich bin gespannt, was das für ein Boot ist. Ob Segelboot oder Motorjacht. Also mir ist beides recht. Ich finde beides schön. Also da ich das Wasser generell sowieso liebe, freue ich mich wahnsinnig auf den Tag. Auf dem Boot zu sein, den Wind im Gesicht, das schöne Wetter. Und natürlich Wasser. Im besten Fall können wir nachher noch mal schön schwimmen gehen. Das wäre schön. Egal ob zu Wasser oder zu Land, Manuela und Ralf sind immer auf einer Wellenlänge. Uns gehen nie die Worte aus. Und es ist nie langweilig. Bis jetzt, wir haben ja erst eine kleine Zeit. Wir entdecken uns gerade. Da gehen einem wahrscheinlich nie die Worte aus. Aber es ist, ich kann immer nur, die Überschrift ist immer ein tolles Miteinander. Mir geht es gut. Ich kann es ja auch immer wieder nur sagen. Also ich fühle mich ja nicht unwohl mit dir. Du lässt mir halt auch den gewissen Freiraum. Und das tut mir so gut. Ja. Ich finde es super schön. Mega. Besonders Ralf legt viel Wert auf Berührungen. Ich brauche sehr viel Nähe. Ich bin Toucher, ich muss ständig rumküsseln und ständig anfassen. Die Manuela ist da nicht ganz so, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das gar nicht so gut, wenn die Frau das macht. Darum, das ist auch wieder so ein Punkt, der stimmig ist. Sie macht es nämlich nicht so, mir fehlt es gar nicht, aber ich muss ständig irgendwie berühren, bis jetzt noch an Stellen, wo es erlaubt ist. Also ich bin schon so, ne? Also ich zeige meinem Partner auch gerne, dass ich ihn lieb habe und dass ich ihn
Und das gehört ja auch dazu, dass ich ihn als Mann richtig toll finde. Das mache ich schon gerne. Aber so weit muss ich dann sein. Und da gehört dann auch ganz viel dazu. Also nicht nur das normale Urvertrauen, was so jeder Mensch miteinander hat, wenn man sich noch nicht so gut kennt. Da muss man sich auch schon näher kommen, körperlich, dass man das alles zulassen möchte. Na, also da muss man viel, viel mehr voneinander erfahren haben. Und wenn das dann auch noch passt und wenn das super ist, dann zeige ich das meinem Mann schon gerne, dass ich ihn mag und ihn gerne anfasse und so. Und so weiter. Genau. Also ich fühle mich mega wohl und das ist für mich schon ein Riesenschritt, zu sagen, okay, ich habe da jemanden, mit dem bin ich gerne zusammen und ich will ihn unbedingt näher kennenlernen. Und ich glaube aber trotz allem, dass Ralf ein Stück weiter ist. Also man merkt das ja auch, er fasst mich an. Also ihm ist es ein großes Bedürfnis, mich anzufassen, mich zu küssen, halt näher auszutauschen. Und da ist er tatsächlich ein Stück weiter als ich. Come on, baby, light my fire. Manuela und Ralf stehen ja noch am Anfang ihrer Beziehung. Das heißt, ihr Nähe- und Distanzverhältnis ist noch gar nicht statisch. Und ich finde, die beiden machen das ganz toll, indem sie ihre Wünsche und Bedürfnisse äußern, aber trotzdem bei sich bleiben und sich nicht verlieren. Und sich gegenseitig respektieren und ihre Grenzen. Come on, baby, light my fire. Bis jetzt ist alles top. Ob in Jeans, ob in Bikini, ob im Brautkleid. Ja, ich bin sehr zufrieden, was mir da das Match gebracht hat. Auch bei Manuela fliegen schon die ersten Schmetterlinge. Was ich auf jeden Fall besonders am Ralf mag, ist, dass er mir zu 100% das Gefühl gibt, dass ich richtig bin. Und dass ich mich nicht verstellen muss. Und dass ich wirklich ich sein kann. Und das ist das, was ich am meisten im Moment an ihm schätze. Auf alle Fälle, wenn eine Frau so einen Hintern und so eine Taille hat, erweckt sie immer meinen Jagdinstinkt. Dass Manuela sich bereits so zeigen kann, wie sie ist, vor Ralf, zeugt, dass sie schon Vertrauen in die Beziehung hat und auch zu Ralf. Das ist ein sehr gutes Zeichen. Im Herzen des Mittelmeeres, auf der Insel Malta, verbringen Manuela und Ralf heute ihren Tag hoch zu Ross. Hello, good morning. Good morning. All right, how are you, okay? Yeah. Fine. This is gonna be your horses. This is yours for the man. Okay. His name is Tanoy. Okay. Ich wollte eine Frau zum Pferde stellen, dass daraus jetzt reiten wird. Naja, also ich mach's natürlich, aber ich bin nicht so der Typ auf Pferd. Aber gut. The horse is big. Yes, you are big too. He's your size, sir. Okay, rauf aufs Pferd. First go with two legs on the stool. Ich bin schon mal geritten und wir haben ja auch ein Pferd in der Familie, aber da bin ich noch nicht drauf, weil ich vor in den 90er Jahren ein ganz negatives Erlebnis habe, dass ich abgeworfen wurde. Du siehst sehr gut aus. Keep straight. Ich sehe noch besser aus ohne Pferd. Das steht hier wirklich sehr gut, das Pferd. Der kippt mich hier gleich runter. Das Ganze macht ihn so ein bisschen unruhig. Da versuche ich auch so ein bisschen auf ihn einzuwirken und zu sagen, das wird schon, wir machen das. Und er muss ja nichts tun, was er am Ende nicht tun möchte. Aber ich bin ganz fest davon überzeugt, wir kriegen das zusammen hin. Und so ein bisschen zureden und loben, das hilft dir auch immer. Und das werde ich schon schaffen. Okay, stand up straight, go straight. That's good. Wenn ich sehe, dass mein Pferd 4 Meter höher ist als das von der Manuela, dann ist hier was schiefgelaufen. Die Manuela kann ein bisschen reiten und kommt fast mit den Beinen auf den Boden. Und ich sitze hier ganz oben. Du bist ja ein kräftiger Mann und ein stattlicher Mann. Und der muss auch ein stattliches Pferd. Ja. Winnetou ist unterwegs. Noch nicht ganz wie Winnetou. Aber der Berliner macht eine gute Figur. Na, sehen wir doch wohl gut aus auf der Ich stürze mich Klippen runter, ich baue nachts Grotten. Ich mache alles für meine Ehefrau. Bei mir läuft richtig gut. Guck mal, wie ich lache. Du bist fantastisch. Ja, die Manuela wuppt die Sachen einfach. Ist keine Tussi, der alles nachräumen muss oder die rumjault.
die erledigt ihre Aufgaben. Die steht schon voll im Leben. Am Anfang habe ich so gesagt, sie möchte so ein bisschen extra mutig sein, aber ist nicht so. Die beruhigt doch noch dabei. Ralf, das machen wir schon. Ich mach das schon und... Ralf lässt sich von seiner Ehefrau mitziehen. Auch wenn er mit den Gedanken schon ganz woanders ist. Was meinst du, wie uns nachher der Po wehtut? Auf so ein Pferd und dann in so einer schönen Umgebung mit dem Wasser. Dann ritten wir auf die Klippe zu. Und dann kam dieser Gedanke, okay, wenn der Gaul jetzt einfach durchgeht. Und der Gaul springt dann nicht runter, aber der macht den Arsch hoch und ich fall da runter. Einmal Arsch hoch ist der kleine Ralf unten. His horse, he never jumped down there. If he jumped one. No, not the horse. The horse is plop. And der Ralf ist in the water. Ich fand es natürlich super, dass es auch gemacht hat, obwohl er so viel Angst vorher hatte, ne? Und sich da echt tapfer gehalten hat. Und dann sollte er auf jeden Fall mit einem Kuss belohnt werden. Ja. Ja, danke. Und deswegen hat er den ersten Kuss auf den Mund bekommen. Da ist so eine Last von mir abgefallen und das war wie so ein Glücksmoment. Und dann kam der Kuss auch, weil ich glaube, sie hat gedacht, ich kneife. Sie hat nämlich vorher noch gesagt, Alf, wenn du das nicht machen willst, mach's einfach nicht. Und dann, sie sah, glaube ich, den Mann. Ich glaube, wir haben bei dem Experiment aufs richtige Pferd gesetzt. Aber, habe ich ja so schön gesagt, wir müssen natürlich jetzt noch mal schauen, wenn wir in den Alltag eintauchen, ob die Gäule nicht doch noch mit uns durchgehen. Mit Blick aufs Mittelmeer geht auf Malta der Tag zu Ende. Und damit auch die Hochzeitsreise von Manuela und Ralf. Ein letztes Dinner steht an. Freust du dich? Ja, sehr sogar. Ich auch. Ich bin gespannt, was zu essen. Ich bin nicht, ich hoffe, es gibt Fisch. An diesem besonderen Ort können die beiden den Sonnenuntergang beobachten und Zweisamkeit genießen. Das ist doch mal ein schönes Plätzchen. Oh, wow, oh. Ist das schön. Das ist echt der Hammer. Wie geil ist das denn? Dann müssen wir aber unsere Schuhe ausziehen. Da können wir mit Schuhe geht's nicht ins Bett. Ja, weißt du. Mit Schuhe gehen wir nicht ins Bett. Das ist aber schön. Die Manuela sah wirklich umwerfend aus. Dieses rote Kleid, die Schuhe dazu. Ich mag ja hochhackige Schuhe. Denn so wie die Manuela ausgesehen hat. Super sexy. Zum Wohl, mein Schatz. Der letzte Abend, natürlich wieder das Wasser, die Klippen, diese schöne Atmosphäre, war so schön. Aber das rund gemacht hat es natürlich, weil auch der Ralf da war. Als wir die Treppe runtergegangen sind, dachte ich so, oh, der letzte Abend. Aber ich habe immer so, wenn ich aus dem Urlaub, oh, ist so schön, das war ja wirklich, waren so angenehme Tage. Ja. Was haben Sie so angenehm gemacht für dich? Es ist ja extrem, Menschen kennenzulernen und mit ihm sofort zu verreisen. Also das hast du noch nicht gemacht, das habe ich noch nicht gemacht. Und man hat sich vorher Gedanken gemacht, aber dass das so angenehm ist. Also was für mich, wenn du mich jetzt fragen würdest, setz mal eine Überschrift über den Artikel Manuela und Ralf. Dann schreibe ich darüber unkompliziert. Also ich bin jetzt auch schon eine Weile alleine und Man findet ja natürlich auch so seinen Tagesrhythmus. Und da hatte ich tatsächlich ein bisschen Bedenken, wie das sein wird, ob ich dann nicht irgendwie ein bisschen Luft brauche. Und deswegen war es mir ja auch am Anfang so wichtig, dass wir darüber reden, dass wir uns den Freiraum lassen. Aber ist dir aufgefallen, dass wir am Anfang, die ersten beiden Tage, haben wir sehr darauf geachtet, dass wir uns Freiraum lassen, dass jeder mal alleine im Zimmer ist, dass der andere draußen bleibt. Aber das ist jetzt so miteinander. Ja, das spielt sich so sehr gut ein, ne? Genau. Ich habe ein sehr, sehr, sehr gutes Gefühl. Ich freue mich, dass wir doch so gut zueinander gefunden haben. Jetzt kann ich wirklich sagen, ich mag dich. Ich habe schon ziemlich starke Gefühle. Also das sind nicht nur Schmetterlinge, das ist etwas Tiefgreifendes. Also ich mag ihn wirklich sehr. Ich mag ihn wirklich sehr, sehr, sehr. Ich freue mich auf das, was noch kommt. Ich freue mich darauf, wenn du mich jetzt
nach der Hochzeitsreise zu Hause besuchen kommst. Ich bin natürlich total gespannt, wie du es bei mir finden wirst. Fühlst du dich wohl bei mir? Und das ist ja auch so ein wichtiger Punkt. Ja, müssen wir sehen. Wenn wir jetzt nach Hause fliegen, dann sind wir ja auch erstmal, ist ja jeder eine Weile für sich. Da bin ich drauf gespannt. Wie ist das Verlangen? Wie ist das Vermissen? Wie ist das Anrufen? Und es hat ja jeder, man weiß ja, ob man möchte man jetzt gerne eine Sprachnachricht schicken oder möchte man jetzt gerne eine SMS schicken oder ist es man, vielleicht nicht, dass es jeder gleich sagt, aber da kann man prüfen, wie ist das Verlangen nach, was war die Woche wirklich wert? Emanuela hat ja jetzt schon mal gesagt, ich mag dich wirklich sehr, Ralf. Das kann ich nur zurückgeben. Ich würde fast schon was anderes sagen, fast. So die kleine Stufe mehr von ich mag dich, aber das kommt schon noch. Ja, ich glaube, es ist auch total wichtig, gerade wenn wir jetzt in unseren Alltag eintauchen und wenn wir uns vielleicht ein paar Tage nicht sehen, dass wir, wenn es dann Schwierigkeiten auftun, dass dann auch dranbleiben und dass man auch was dafür tut und darüber spricht und dass uns gegenseitig wichtig sein sollte, auf jeden Fall da auch dran zu bleiben und nicht direkt, wenn es dann mal schwierig wird, dann die Flinte ins Korn zu werfen. Ja, ich bin zuversichtlich, wird schon. Komm her, stoß noch mal mit mir an. Ja, also die Hochzeitsreise ist tatsächlich ein Stück weit Hochzeitsreise. Ich habe es mir nicht vorstellen können, dass wir das wirklich als Flitterwochen ansehen können. Aber wir hatten, es war so schön miteinander. Da kriege ich Gänsehaut und bin echt gerührt. Entschuldigung. Ich habe es mir schön vorgestellt, auch so, auf wen werde ich treffen, wie ist der Mann. Aber dass es wirklich so gut ist, ich weiß, da kommt noch was auf uns zu, aber bis hierhin ist es wirklich so schön und es war wirklich Urlaub. Ich hätte niemals für möglich gehalten, nach so wenigen Tagen, dass ich bereit bin, mich echt zu öffnen und auch mehr zuzulassen. Und, wir haben uns ja bisher immer nur so Küsschen gegeben und es hat tatsächlich schon einen Kuss gegeben und es ist für mich ein wahnsinnig schönes Gefühl, dass ich das auch zulassen kann und dass ich mich mega wohl damit fühle und ich finde es gar nicht schlimm und ich freue mich auf alles, was noch kommt.